So. Und wieder zurück bei Elsort. Ja, wir wollten den Weg der Freya Teil 1 starten. Unser nächster Klassenwechsel quasi. Und ich würde sagen, höchste Priorität, let's go. Dazu müssen wir jetzt mit Aaron sprechen. Ich leite dieses Dorf. Ja. Und sei stets auf der Hut. Und Nasoth Energiekor, also Nasoth auf Altera erledigen. Alles klar. Das sollte ich hinkriegen. Oh, das ist natürlich sehr gut. Hier können wir jetzt ganz beruhigt unsere Story weitermachen. Den Klassenwechsel und die Skillquest. Zack. Was ist denn das überhaupt? Okay, zündet eine EMP-Bombe. Ich glaube, das sollte eigentlich hier ein größerer Skill sein, ne? Oh! Seid ihr laut, Leute! Mal gucken. Alles klar, jetzt weiß ich, welcher Move das ist. Oh, das war's schon. Quasi mit der Dings. Hallo? Oh. Ich finde das schade, dass dann die Haustiere, wenn sie schon eine Aufhebeaura haben, nicht auch gleichzeitig noch dann so Mana-Sachen und sowas aufheben. Mag flinke Chars irgendwie. Hey. Was hört er da runter? Barbecue ist immer gut. Außer Soße. Ich mag das mit Soße nicht. Ich weiß nicht warum, ich mag das gar nicht. Was war das denn? Ich bin klein. So. Ach, verdammt, da bin ich schon runtergekommen. Oh. Man merkt, die Gegner werden natürlich auch stärker, ne? Ist jetzt nicht so, dass es immer so easy peasy ist. Hallo Boss. Halt, ey, ah. Yeah.
Dachte, er schießt jetzt über mich rüber. Ganz einfach. Was? Kein. Ich wollte sagen. Keine Mission beendet. Aber das hatten wir ja schon während der Mission. Na, neue Ausrüstung. Also mal angucken. Nö. Ja. Jo. Ich gehe jetzt nur nach der Angriffskraft. Weil mit Schaden kommt der Schaden. Oh, jetzt ist mein Pet wieder verwöhnt und frisst nicht alles. Oh. Naja, gut. Lassen wir ihn mal fressen. Also, oder lassen wir ihn mal so, wie er ist. Aber nicht mehr. Die Quest, hä? Was ist denn jetzt für mein alter Knopf? Der Freya, Kordesnase Königs. Oh nein. Dazu muss ich jetzt hier rein. Dreimal. Also wird es ein bisschen dauern. Naja, gut. Was soll's. Aha, ich komme gar nicht mehr unten an. Ja, diese gefällt, weiß ich nicht. Kaum gespielt. Wir meistens, wenn wir irgendwas gemacht haben, immer schnell durch, immer gib ihm, immer einfach Level. Und daher ist halt vieles auf der Strecke geblieben. Da ist man zwangsweise mal in eine Dings rein. Oh. Aber wenn es möglich war, so schnell wie möglich in die höheren Level wegen, ja, Charakter auf Max bringen und man kennt es ja eigentlich. Achso. Entschuldigung, ich habe das eben gerade für. Aua! Wow! Ach so, ah, die waren das. Wasser. Oh nein, für den Wasserkopf. Wobei für mich ist das jetzt eigentlich weniger das Problem, weil ich halt mehrfache Sprungmöglichkeiten habe.
Achso, jetzt muss ich die Tür aufmachen. Mission abgeschlossen. Yay! Okay. Ja, auch so ein hässlicher Gegner. Ja. Hä? Was ist denn los? Erfrierung, Viperschuss. Au. Oha. Okay, da wird er doch hässlich. So kenne ich den nicht. Ui. Mission abgeschlossen und so ein bisschen Krimskrams und den neuen Skill, die Eisgranate, also die scheinbar verbesserte Eisgranate, weil ich habe ja schon eine Eisgranate. Keine Ahnung, egal, ich habe sie. So. Kann auch ein Sprung verwendet werden. Ja, und schon finde ich sie ganz gut. Tausche ich die beiden mal so. Ja. Okay, Level 40. Genau. Level 40, glaube ich, kommt dann der nächste Klassenwechsel. Kann sein. Oder wie war das jetzt? Nee, ich bin ja jetzt auf Klassenwechsel. Egal. Epic. Da nochmal, okay. Mist. Dann gehen wir da nochmal rein. Schon wieder ein paar Prozent. Erholung ist auch fast voll. Wenn wir nämlich die Erholungserfahrung in der heißen Quelle abwarten, bekommen wir auch immer noch ein gutes Level geschenkt da. Schön vorsichtig. Kennst mich doch. Vorsicht ist mein zweiter Name. Okay, das war schon. Ah, ich habe drei Granaten. Ah, siehst du. Das ist dann schon einer dieser. Ich kann Spam-Skills. Das
Oh, jetzt habe ich zum Beispiel so eine Mission mit 1500 Mana verbrauchen. Ne, und naja, ihr seht ja, wie viel Mana ich quasi zur Verfügung habe. Bis sich das dann endlich aufgeladen hat und. Na klar. Zum Glück zählen auch starke Angriffe dazu. Also jetzt in meinem Fall mein Schießen. Ist jetzt zwar nicht so extrem da drin. Aber auch Kleinchen macht ja Mist. Ha, jetzt hat es so mit den Granaten, glaube ich, verstanden. Mit den Eisgranaten. Wenn ich sie nämlich benutze... Ups, Entschuldigung, falsche Etage. Hä? Hallo? Achso, wollte ich sagen. Ne, wenn ich die benutze, als aktiver Skill, dann kann ich sie mehrfach spammen. Okay. Alles klar. Ich muss sie einmal anwenden und dann kann ich 5-mal werfen. Noch zusätzlich. Ich denke, das wird auch in der Beschreibung des Skills stehen, aber warum lesen, wenn man es ausprobieren kann? Ist sowieso immer so einer. Lass mir erstmal 5-mal aufs Maul hauen, bis ich dann denke, ah, ja, kannst du mal. Ne, und so. Ausprobieren. Oh, eine Heilungskugel. Ah, ein Lichtorb. So, ja. Funktioniert ja, ne? Genau. Du bereitest 4 Eisgranaten vor und wirfst eine davon. Die restlichen können Anspruch von je halbe Sekunde nacheinander geworfen werden, auf dem Sprung. Erleiden Frierungsschaden, alles klar. Und weiter im Text. Aber ich hoffe, es ist für euch echt nicht so eintönig. Ich habe an Elsort eigentlich so... Ja, schon Spaß. Auch wenn es auf lange Sicht echt... Ja, Phasen gibt. Nee. Besonders dann nachher im Endgame-Bereich so... Oder das Endgame. In dem höheren Bereich. Hey! Oh, die sind auch ätzend, die Typen. Hey, du Feigling!
Ey. Nein. Nein. Aua. Sag mal. Alter, das leckt mich doch am. Ich glaube, ich muss es sehen, dass die Geschosse auf eine Skillleiste pack und dann die Granaten in eine andere. Und weg ist er. Na, mach auf. Was ist das denn? Ich glaube, ich weiß, warum man Barbecue echt nutzen soll. Es ist ein geiler Angriff, der macht so viel Schaden. Vor allem macht er so viel mehrfach Schaden. Oh, habe ich schon wieder das Mikro gehauen? Ich weiß nicht. Mission abgeschlossen. Yay, Mission abgeschlossen. Ich bin fröhlich. Ich bin happy wie ein Happy Meal. Ja. Diese Gegner, wie gesagt, die sind so übelst stark. Ah. Mein Po hat mit irgendwas geworfen. Ich mag sie nicht. Die Ethnodruta von Elsort. Ah, hier. Man sieht jetzt wieder, das ist verbessert. Ich kann jetzt dreimal springen. Hey, Mana Tränke. Ein bisschen mehr Feuerkraft. Oh, ich habe das noch gar nicht angelegt, aber ich glaube, das mache ich.
Ach komm, das ist jetzt gar nichts, ne? Und ich kann das immer gebrauchen. Oh, nochmal da rein. Die Story ist ganz schön stressig. Ah. Aber das Spiel will es ja so. Hoppla. Altera-Ebene. Nochmal gegen diese Action-Shooter-Varianten. Ich bin nicht allein. Ja, übertreib's doch. Ja, man merkt, man ist nicht mehr alleine, ne? Dann geht das viel schneller. Logisch. Und es gibt halt auch wirklich super Kombinationen. Wenn man dann jemanden hat, der alles so zusammenpult, dass man wirklich nur noch rasieren muss. Ah ja, das sind welche aus Polen, sehe ich gerade. Alter, was sind das für Sounds, ey? Wie findest du das? Gut, mach das da an. Aua, aua, aua. Hallalu! Das war knapp. Na, oh, jetzt bin ich tot. Ach, jetzt auch. So, man kann sich halt 10-mal wiederbeleben. So, am Tag dann ist erstmal Game Over oder man hat halt die Sicherheitsmünzen. Mit dem man dann halt, ja, sich neue Sachen kaufen kann. Boah, aua.
Leute, wo seid ihr? Hä? Mädchen. Hallo, ich würde gerne raus. Dankeschön. Laut! Ja, düsterer Raum, schön. Au. Hä? Ach so, ja, jetzt kann ich. Ja. Meine Charakter-Skills. Welche Skills überhaupt? Mhm. Ein Buff. Erhöht die Bewegung in der Luft. Anzahl der Bewegungen in der Luft. Geschwindigkeit in der Luft. Verbessert Angriff aus der Luft. Okay. Das ist ein ECP-Verbraucher. Das ist sehr gut. 30 Sekunden plus 2 Bewegungen in der Luft und 10% Tempo. Oh, 15% mehr Schaden und 15% mehr Crit. Ja, das nehme ich doch gerne. Hä? Wieso ist jetzt eigentlich mein... Wieso ist meine Gegenstandsleiste jetzt da unten wieder? Auch hier. Ich verstehe die Welt manchmal nicht. Hm. Auch nicht. Auch nicht. Auch nichts. Sag mal. Sage mal, ich möchte vielleicht mal neue Ausrüstung. Ah! Agro! Egal. In der nächsten Folge sehen wir weiter. Ja! Also, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.